Hallo und herzlich willkommen auf der Website des Herzhauses. Mein Name ist Jana Bergholz. Ich bin im Herzhaus für die Reha-Klinik und im Verein mitverantwortlich. In unserem kleinen Film wollen wir Ihnen das Herzhaus näher bringen und Sie mit Impressionen von unserem diesjährigen Herzwandertag inspirieren, im Herzhaus vorbeizukommen und selbst aktiv zu werden. Was ist das Herzhaus, Frau Bergholz? Wir sagen immer, das Herzhaus beherbergt im Prinzip drei Einrichtungen. Das erste ist die Reha-Tagesklinik. Wir rehabilitieren Patienten nach Herzinfarkt zum Beispiel oder bei der Schaufensterkrankheit über 3 Wochen ambulant. Dann haben wir einen großen Verein mit über 700 Sporttreibenden, wo die Patienten noch 1 bis 2 Mal in der Woche zu uns kommen können und unter fachlicher Anleitung und auch unter ärztlicher Überwachung noch trainieren können, 1 bis 2 Mal in der Woche. Und wir haben auch das GTZ, das Gesundheits- und Therapiezentrum bei uns im Haus beherbergt, die im Prinzip eine Praxis für Physiotherapie sind und alle Leistungen der Physiotherapie anbieten. Frau Dr. Uhmann, was bedeutet Reha-Tagesklinik? Was bedeutet Rehabilitation ambulant? Rehabilitation heißt, das kennen Sie vielleicht, nach einem Herzinfarkt, nach einer Herzklappenoperation, Bypassoperation, nehmen die Patienten in der Regel eine Rehabilitation wahr, um sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, mit der Erkrankung in ihren Alltag zurückzukehren und den gut bewältigen zu können. Das passiert entweder stationär oder eben bei uns ambulant. Die Patienten kommen morgens, haben ihr Rehabilitationsprogramm und fahren dann mittags wieder nach Hause, schlafen sozusagen zu Hause und haben das Wochenende zur freien Verfügung. Frau Bergholz, das geht doch alles stationär genauso gut. Richtig, das ist auch das, was die meisten Patienten kennen, den stationären Reha-Aufenthalt, zum Beispiel nach Hüft- und Kniegelenksersatz, 3 Wochen in einer Rehabilitationsklinik. Wir machen das ambulant, haben die gleiche Therapie, haben das gleiche Fachteam vor Ort. Ich denke, die Besonderheiten liegen eher darin, dass wir mit einer kleinen ambulanten Einrichtung, wir haben 60 Behandlungsplätze, natürlich unsere Patienten in hohem Maße individuell betreuen können, im Vergleich vielleicht zu einer Klinik mit 200 Betten. Dazu ist auch wichtig zu sagen, dass gerade unsere älteren Patienten in der ambulanten Rehabilitation die Möglichkeit haben, die Rehabilitation zu verlängern, indem sie Pausentage einlegen. Wir nennen das Intervallbehandlung. Das heißt, jemand würde seine 15 Behandlungstage nicht 5 Tage die Woche hintereinander absolvieren, sondern immer den 2. Tag zu Hause verbringen, hat dann Zeit, sich zu erholen. Und auch die ganzen Informationen, die in der Rehabilitation weitergegeben werden, zu verarbeiten. Ist es nicht zu anstrengend für den Patienten? Na, Sie haben ja schon gehört, dass wir das Programm sehr individuell auf den einzelnen Patienten abstimmen. Das heißt, wir haben sicherlich den jüngeren, fitteren, ich sag mal Mitte 40-jährigen Infarktpatient, der auch ein recht straffes Programm, gerade auch was das Bewegungsprogramm angeht, jeden Tag hat. Aber Patienten, die eben frisch operiert sind, älter sind, können bei uns im Intervall kommen. Das heißt, sie kommen immer einen über einen anderen Tag, haben Pausen dazwischen an dem Tag, wo sie frei haben, haben während des Tages bei uns auch pausenfest eingeplant. Wir haben speziell Programme für Patienten mit Herzinsuffizienz. Vielleicht das erklären, Herzinsuffizienz ist die Pumpschwäche des Herzens. Das heißt, die Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben, sind in der Regel nicht mehr so leistungsfähig und bedürfen dann mehr Pausen und einem sehr individuellen, angepassten Training, auch auf der Ergometeranlage, bei dem Ausdauertraining, Fahrradtraining, haben wir auch spezielle Programme für die weniger belastbaren Patienten. Entspannungstherapie gehört dazu. Also das Programm kann man gut bewältigen und ist individuell auf die Patienten abgestimmt. Wenn jemand das Herzhaus zum Beispiel auch nicht alleine erreichen kann, weil das sehr anstrengend ist, weil er einen weiten Fahrweg hat, dann kann er auch den Fahrdienst in Anspruch nehmen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, da weiter zu entlasten. Ich habe mal unsere Patienten gefragt, wie sie das beschreiben würden. Und sie sagen immer, okay, ambulante Reha ist wie stationäre, nur dass man zu Hause schläft, dass es individueller ist, dass einem wesentlich klarer ist, dass es nach der Rehabilitation weitergehen soll, zum Beispiel mit dem Reha-Sport. Sie wissen, wir haben im Herzhaus ja die Möglichkeit, dass wir auch den Verein vor Ort haben, wo wir diese Nachsorgeleistung gleich anbieten können. Und ein wesentlicher Vorteil, glaube ich, ist auch, dass unsere Patienten mit einer schweren Erkrankung zu uns kommen und doch bitte sehr menschlich eher das Gefühl haben, so, jetzt muss mir geholfen werden. Rehabilitation ist aber sehr aktiv.
Und in der ambulanten Reha kommen wir sehr schnell dazu, unseren Patienten zu zeigen, wie sie sich selbst helfen können, ihr Leben bewältigen können. Also es geht weg von, wie kann mir geholfen werden, zu, wie kann ich mir selbst helfen. Ich denke, der Wandertag ist so ein Ausdruck des Zusammenführens von Reha, von Vereinstätigkeit. Und wenn wir das heute sehen, war es ein großer Erfolg. Es waren so unsere Schätzung etwa 350 aktive Sportler anwesend. Allen hat's gefallen, das Wetter hat auch mitgespielt. Und eins darf man noch dazu sagen, dieser Wandertag ist für alle offen. Frau Humann ist sozusagen als Chefärztin des Herzhauses offen für jeden Patienten, der zur ambulanten Rehabilitation kommen will. Frau Bergholz ist offen für jeden, der im Verein mitarbeiten möchte, als aktiver Sportler und natürlich auch als Gewinner für seine Gesundheit. Dazu würde ich gerne ergänzen, bitte vergessen Sie nicht, unser Verein beschäftigt sich nicht nur mit den Patienten mit Herzerkrankungen, sondern auch, wir haben auch Lungensportler an Bord und auch Patienten mit orthopädischen Erkrankungen, die wir im Verein versorgen können.